Sorry, meine Beine darf nicht überfinden. Bei der zweiten Station befindet sich die Toilette, falls jemand auf Toilette gehen müsste. Gehst du nur von außen nach innen oder was machst du? Jetzt sind wir in Oberösterreich. Lasst schon zum Mond sein. Mit dem Sound wird es da wahrscheinlich nichts werden. Aber ich bin mit der Run da. Du machst sehr gut. Avio. Genau. Links seht ihr schon, gell? Ja. Danke. Wenn ihr jetzt geradeaus ein bisschen nach links schaut. Einschalten. Also danke. Wenn ihr geradeaus ein bisschen nach links schaut, da seht ihr schon das KZ-Eingang. Es sind viele Klassen. Danke. Da übernachten, kann man da so übernachten. Oh Mann. Unerwartet, oder? Wenn man sagt, heute schaut man sich ein ehemaliges KZ an, wir fahren nach Mauthausen. Was tut der Fußballbund da eigentlich? Wo ist diese Mauthausen-Mannschaft der Erstmeister? Die meisten Spieler haben den Griff gehabt. Wenn sich das Gelände noch genau anschaut, dann sieht man da so Einschnitte. Überall, wo man also viel Arbeitskraft braucht hat, waren solche Nischen. Also ihr habt es schon richtig gesagt. Alles was man sieht, sind Menschen.
sehr schnell. Man spricht vom sogenannten Blitzkrieg. Belgien, Frankreich, diese Länder wurden überrannt. Und dort hat man überall politische Gegner und Leute, die eben gegen den Nationalsozialismus waren, gefangen genommen und unter anderem hier noch Mauthausen sehr transportiert. Und die Nazis, Leute, die sie nicht gut im Leben behandelt haben, nämlich diese Kontinente und nur französische Schulklassen, die wieder zu mir forschen. Und diese Tafeln sind nicht alle alt. Das war der sogenannte Winkel. Ihr müsst euch vorstellen, man kommt da rein und was man neben vielen anderen Dingen verliert, ist sein Name. Man ist nicht der Martin, der Karl oder der Ferdinand, man ist nur mehr eine Nummer. In Auschwitz, in Polen, ist diese Nummer den Leuten zu Ende studiert worden. Die, die heute noch leben, droht bis heute, geht nie wieder weg. Und in Mauthausen hat man den Winkel und die Nummer an der Brust oder an der Hüfte droht ist. Und der Winkel ist einfach ein Erkennungsmerkmal, das die SS mit dem Hirn hergeben. Ein anderes Symbol kennen wir alle, das bei der gelben Hüfte stehen, der ist nichts anderes. Und so hat es ganz viel solch dieser Symbole gegeben. Die F im Dreieck steht eben für politische französische Kriegsgefangene, die hier waren. Oder dieser Mann, der hat Franz Thierreis geheißen. Der war von 39, der am Anfang war noch kurz zur Andra, bis 45, bis am Schluss der Kommandant. Das ist der Thierreis wieder, wo ich meinen Finger habe. Wenn ihr das Foto anschaut, was fällt euch denn da auf? Oder fällt euch was auf? Sie lachen. Sie lachen alle, oder? Die schauen wahnsinnig zufrieden aus, die Herren. Von einem schlechten Gewissen. Oder irgendein Schamgefühl sind wir da weit weg. Also die sind wirklich überzeugt von dem, was sie tun. Und wie ich am Anfang gesagt habe, die fühlen sich da wie die Könige. Die wissen auch, uns kann nichts passieren. Wir sind die absoluten Herrscher. Wir haben die Macht. Begrüßt, wenn man Deutsch spricht, dann kann man sehr viel mit Deutsch sprechen, oder wenn man Deutsch spricht.